Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Bevor das Video startet, kommt gerne in meine WhatsApp-Gruppe. Da werden Gewinnspiele stattfinden und vieles mehr. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist ein legendäres Video. Und zwar ist es das erste SBB in diesem EA Sports FC. Ich glaube, das letzte SBB ist über ein Jahr her. Und ich habe mir hier zwei Arschgesichter ausgesucht, die jetzt gleich gegen mich das erste SBB machen, und zwar die Teasies auf der anderen Seite. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Guten Tag, es ist Weihnachten, du bist direkt mit Arschgesicht hier genannt, da weißt du direkt, wo du bist. Also. The Cringe. Ja. Stimmt, ihr seht es wahrscheinlich am 24. Ihr wisst ja, wir machen nicht so viele SBBs, aber gegen die Teasies ist es immer wieder lustig. Wir haben auch ein Video bei denen aufgenommen, checkt das gerne aus, da ging es um Hullet. Würde ich euch sehr empfehlen, ist ein sehr gutes Video geworden und ich würde sagen, wir gehen rein. Lasst gerne alle ein Like auf dieses Video hier da. Wir wollen mal die, wisst ihr was, die 30.000 Likes. 30.000 Likes, lasst ein Abo da, checkt die Jungs ab und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir machen ein SBB R9, mein Baby gegen Mia Hamm, ihre Königin. Die bessere. Die Königin, und sie ist rot. Wir haben sie einfach in rot gemacht. Oh, das wäre so geil, wenn ihr die abstoßen müsstet. Ich weiß. Ja, das ist auch geil, wäre toll. Das wäre wirklich geil, ne? Wir waren ja beim Duo-Stream und da war immer die Sache entweder Mia Hamm oder R9 und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das gegeneinander. Wir gehen rein. Wer hält zuerst rein? Wir halten rein. Aber Eli, weißt du, was das Traurige ist? Diese geilen Powerschüsse gehen nicht mehr. Ja. Gehen kann die nicht mehr? Rein, nein, kann da keine reinnageln aus 35 Metern. Oh mein Gott, die hat die doch immer reingenagelt da. Euer Wort ist drin. Wir fangen an auf den linken Flügel. Gehen wir rein mit Usman Dembele Champions League Karte. Die Road to the Knockouts. 90er Uzi, 845.000. Und auf der rechten Seite haben wir Kvaratskhelia. 5 Sterne, seine Radioactive Karte. Ah, ja. Für 563.000. Den habt ihr auf jeden Fall nicht auf dem Schirm. Wir haben beide nicht auf dem Schirm. Valverde und Rodrigo. Aber mit Dembele, Digga, was ist das für eine kranke Flügelzange schon wieder? Ja, Jungs, wir sind doch hier nicht bei, weiß ich nicht. Also so ein bisschen, hoffentlich habt ihr jetzt hier nicht 100k-Spieler da reingekloppt. Wir haben eigentlich Pausekarten mitgebracht. Wir haben ein bisschen zurückgefahren halt, ne? Jetzt haben ja, wir erst gut. Ein bisschen zurückgefahren. Ja, gut. Wir spielen links auf dem Flügel. Kostet nicht so viel. Ist auch ein Erstbesitzer. Vinicius Junior. Thunderstruck. Relativ günstig. Ah, den hat er, Digga. Den hat er. Nee, natürlich. Nein. Lacht sich in dein Kämmerchen. Nein. Dann spielen wir vorne im Sturm Rodrigo. Und auf dem anderen Flügel, da haben wir auch einen, wo steht er? Einen Radioaktiven mitgebracht. Nani. Oh mein Gott. Ich habe Saka, Haaland und Dembele. Hey. Oh. Sehr schön. Was kostet Vini? 5 Millionen? 5 Millionen? 5 Millionen, Vinicius. Nee, mehr. Oh, doch. Immer noch. 3, 5. Ihr habt dann Vinny reingekloppt? Ah ja, wir trauen uns was hier. Du bist ja schon lange raus, ne? Wir sehen, dass du schwächelst. Dann Das stimmt. Zu uns hat man gesagt, gegen defensiv Schwache kann man offensiv stark auffallen. Wir haben in so ein paar Gruppen, haben wir gelesen, Angstformationen. Und da hat uns so Vögelchen gezwitschert. Das wäre die 4-2-4, die soll effektiv gegen dich sein. Ich habe Maulwürfe in der Gruppe, ne? Ich dachte, ich habe eine WhatsApp-Gruppe und dachte, da supporten wir uns gegenseitig. Hat sich rausgestellt, dass das alles Maulwürfe von den Teasies sind, die Fixer. Such mal in der Gruppe nach Zimbe. Ist das krass, wirklich. Okay, Herr Cello, wir haben's. Masterarbeit. Habt das? Ist das schwer. Digga, also wenn ihr da jetzt nicht alle drei habt, ne, Männer, da bin ich aber auch enttäuscht. Ja, woher die Energie? Aber ich glaube, das könnte ganz gut sein. Sollen wir reinhalten? Willst du reinhalten? Ich halte mal zuerst rein. Wir haben eine Hero im linken ZM gezogen, die gute Kessler. Nadine. Und nebendran sind wir mit einem weiteren Radioactive gegangen, aber der hat eine geile Karte, Kanté. Hä, wie macht ihr das denn mit Nani? Ich habe Bruno und Bernardo. Ja, aber Nani ist doch schon durch. Durch die Icon. Ach, der ist durch die Icon. Solche Tricks werden hier gemacht. Ja, du machst doch dieselben Tricks mit deinem Quarra. Solche Tricks werden da gemacht mit Radioactive. Ach, weißt du, wir sind Hütte-Spieler. Kommt vielleicht auch ein Dritter. Ist das krass, wirklich, ehrlich. Und man darf Radioactive, darf man so viele reinhauen, wie man möchte. Ja. Okay, gut. Ja. Also ich sag, ihr habt keinen von meinen. Auf der 10. Haben wir ein 88er Rating und zwar den guten Dele Alli. 88er Pro Life. Dann haben wir im linken ZM eine geile spielbare Karte und zwar Gravenberg Road
to the group, Team of the Group Stage. Mhm. Und auf der rechten Mittelfeldseite auch ein persönlicher Favorite von mir, weil er wirklich eine ganz geile Karte hier eigentlich auch hat. Und zwar haben wir da Thiago. Thiago in dreifache Gefahr, seine Karte da. Seine Special-Karte. Okay, Thiago was, Alcantara, 5 Sterne. Was ist vorne mit deinem Dembele los? Ja, also, du weißt schon, die brauchen Chemie, ne? Ist alles richtig. Ist alles auf dem Schirm. Habe ich alles auf dem Schirm. Gut, habe ich alles auf dem Schirm. Mach wir haben gar nichts davon. Bepiss dich doch nicht. Wir haben Thuram, Musiala und Goretzka. Aber Gravenberg, Ellie, dafür habt ihr jetzt 50 Minuten. Die sind auch gut, ne? Also Gravenberg, Ellie sind auch gut. Nee, scheiße. Gut, ja, okay. Außenverteidiger, wir schreiben auf. Das ist verrückt, jetzt bin ich gespannt. Also... Es ist eigentlich, manchmal muss man das Unerwartete erwarten, und zwar gehe ich links. Mit der Tizi Schubert Arschgesichter-Taktik, mit einem Radioactive-Spieler, und zwar Zinchenko. Fragt ihr euch jetzt, hä? Was ist das denn? Wie macht ihr das weiter mit Dembélé? Denkt ihr jetzt, ich linke einen Franzosen auf rechts? Nein, mache ich nicht. Da kommt Di Lorenzo hin. Di Lorenzo Trailblazers. Junge, sind da Baustellen, ne? Alter, der da vorne hängt auf null Chemie. Da bröckelt's aber wirklich, der putzt die Wände runter. Chill. Der hat null Chemie, ist alles klar. Funk mal in die Gruppe. Jetzt bleibt doch mal locker. Funk da mal in die Gruppe. Jetzt bleibt doch mal locker. Bleibt doch mal einfach mal ganz locker, okay? Die Mia Hemmen Roth wird über Bord gehen, okay? Junge, mach da mal ein SOS wirklich. Da passt was nicht. Da passt was denn. Schick mal ein SOS raus. Ich hab mich verarscht. Ich sag, das war unser Maulwurf, der das Team gebaut hat. Ich sag auf. Okay, ich halte ein. Okay, krass, gut. Ich bin ganz neben der Spur. Ich kann mich auch gerade nicht mal richtig. So, wir spielen was links einen Gaia. Ja. Und rechts spielen wir einen Cavachal. Ach, Digga. Ich hab Cancelo und Wirtz. Cavachal ist aber auch sehr billig, oder? Da einfach dann so mit einem Cavachal. Hä, das ist dreifache Gefahr. Also einfach da so ein Cavachal. Und wer ist links? Wer war das? Gaia. Von Gaia, Trailblazer. Gaia. Boah. Team. Digga, das Der Mitte hat der Baustelle, Ober hat der Baustelle, ohne hat der Baustelle, überall in seinem kostet Team hat der Baustelle. Kostet bei dir einer über eine Million von den Karten da, außer jetzt, sage ich mal, so ein R9? Dembélé kostet gut über eine Million. R9 kostet 9 Millionen. Ja. Mein R9 ist teurer als euer ganzes Team. Der scheiß R9 gar nicht. Sowas von der 5 R9. Millionen mir. Lass die Schelle von Fleischer rein. R9 geht, wir gehen rein. R9 kostet 9. Ja, ist wieder gestiegen. Ey, du hast aber recht, ne? Muss man dir wirklich lassen. Er ist auf die 10. Er ist auf die 10 geklettert. Der ist auf die 10 geklettert. Seid ihr ready? Ja, wir sind dir da auf was ganz, ganz Heißem auf der Spur. Also ich sag dir, seid ehrlich, Team hatte Lücken. Dein Team hatte Lücken. Aber der ist löchrig wie ein Käse. Na ja, aber ich glaube, das war ganz, ganz clever gebaut. Ich glaube, da wurden am Ende so Finten gelegt. Ne? Kann sein, oder wir sind komplett in die ja, Leere getreten. Da gibt es so ein paar Finten, wo du denkst, so, oh, geht er jetzt dann eigentlich doch in die italienische Liga? Oder was macht er? Macht er Einspiele, um den Bele voll zu machen? Geht er aber komplett? Macht er also, was Verrücktes? Aber ihr habt doch eure diese Schubesch-Taktik gemacht, oder? Wieder die eklige Taktik. So wie ich euch kenne, haltet mal da rein. Da stehen jetzt, da freuen sie sich wieder drüben. Da lachen sie so dreckig in die Cam. Und da haben sie jetzt wieder zwei französische Innenverteidiger wahrscheinlich aufgeschrieben. Habt ihr nicht aufgeschrieben? Nein. Urteile nicht über Leute, mein Freund. Okay. Dann fangen wir an bei dem Torwart. Weil ich glaube, den habt ihr nicht und das ist ein kleiner Gag. Ja? Ein kleiner Schmunzler. Auch Abend. Und zwar ist der Torwart Giroud. Olivier Giroud ist im Tor. Auf der linken Innenverteidigerposition haben wir den nächsten Gag, kann man so sagen. Auch wenn er ein verfickter Macher ist, meiner Meinung nach, und er zu Unrecht gehatet wird, so hart. Harry Mark Eier POTM. Ja, ihr habt richtig gehört. Nein, habt ihr den? Der ist da. Das war dein Engländer. Und der andere, meine lieben Freunde, manchmal ist das Offensichtliche das Unoffensichtliche, ist Kim Pembe Gefahr. Dreifache Gefahr, um den Belief voll zu bekommen. Kannst du beide rausmachen, Timbo. Dein Torwart darfst du behalten, aber Kimpembe war ja so offensichtlich. Kimpembe, Maguire, Donnarumma. Scheiße. Digga, ihr habt beide Innenverteidiger aufgeschrieben. Das ist strong. Das war nämlich genau das, weil die Finde war so. Ein England-Pünktchen ist so rumgeschmiert, ne? Da haben wir dann gesagt, ey, schließ deine SBC ab, macht er das extra. Aber genau das war der Haken. Und bei Kimpembe war einfach nur 50-50. Ja. Französische. Gut, Luca Hernandez war auch SBC, dachte man, okay. Den haben wir ja links schon probiert, einmal. Ja, nehmen wir das nochmal, Marquinhos. Ne? Ja. Der war einfach offensichtlich. Wir dachten, der kostet auch ein bisschen was, sein Team ist ein bisschen low budget, da muss noch ein bisschen kommen. Ja, kannst du ja aussuchen, wo du den Torwart hinstellst. Und Donnarumma sind wir eigentlich nur gedacht, wegen Camp. Ihm langt irgendwie nur noch ein Italien. Aber ich dachte eigentlich, wie du sagst, die Spezie kommt
pro Wedel rein. Ja, ich war pro Wedel einfach in die Hütte gestellt. Das ist ein Bruch. Jetzt muss ich ein Torwart, ihr spielt mit eurem vollen Team und ich muss einen doppelte Bronzeverteidiger, wovon einer Torwart. Du musst ja erstmal noch reinhalten, ne? Reinhalten. Hallo? Bei uns, ja, hallo? Bei uns fehlen ja noch die Karten. Hallo? 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 Hörst du uns wieder? Jetzt. Gut. Ich hab gesagt, du musst ja bei uns erstmal noch reinhalten, aber du musst in Bronze in IFA spielen, so, ja, und Bronze Torwart. Na, okay. Ja. Ich halte rein. Das war doch voll schwer, Digga. Es war alles voll bei euch. Vielleicht gibt's ja auch noch ein Hit. Das ist cleveres Bauen, setzt sich durch. Wir sind tatsächlich da. Verchinkst du nicht. In die Bundesliga rein. Mit dem Nico, mit dem Schlotterbeck, mit einem Hummels, TOTGS. Und im Tor sind wir dann wieder in die La Liga rein. Und zwar, es lädt mit einem Ter Stegen. Ach, Digga. Gut, ihr könnt alle behalten. Ich habe Zidane, den Sohn von Zinedine, Marquinhos habe ich aufgeschrieben und Eder Militao. Ja, okay, sehr gut. Sag schon, ey, sollen wir uns nochmal kurz muten? Willst du noch kurz eine persönliche Zeit mit R9 haben, kurz? Oder? Guck mal, Männer, ihr habt Druck. Ich habe das schon lange nicht gespielt, das Game. Ich habe eine Bronze-Abwehr. Ihr rennt damit eure... Also wenn Mia Hemm es jetzt nicht schafft gegen meine Bronze-Innenverteidiger, dann ist die Debatte auch over. Versteht ihr? Dann müsst ihr sie auch eigentlich von sich aus abstoßen. Sagt aber ehrlich so, wie ist denn das jetzt so? Wie ist unser Verhältnis danach, wenn ein R9 geht? Ist es angespannt dann? Nee, ich glaube, R9, der wird nicht gehen. R9, der wird nicht gehen. Der wird immer bei mir bleiben. Ihr versteht das mit R9 und mir nicht. Zimbo, das wird jetzt knüppelhart für dich, ne? Aber soll ich jetzt sagen, was bis jetzt immer passiert ist? Was denn? Eigentlich hat immer der gewonnen mit Bronze. Der mehr Bronze drin hat, ja. Echt jetzt? Ja. Geisteskrank. R9, ich brauch dich heute wie nie zuvor. Boah, was hat das? Wie nie zuvor. Mia Hemm in Rot. Oh, das würde ich so fühlen, wenn die Frau einfach den Verein verlässt. Guck mal her, ein bisschen, ich muss die Verteidigung so... Nee. Zimbo. Nicht jetzt direkt. Nicht jetzt direkt, oder? Oh mein Gott, ist das eine Verarschung. 4 zu 4 ist halt auch sehr, sehr offensiv. Aber egal. Wer ist Matze? Matze, wie sieht's hier aus mit deinem Pech? Nee, oder? Ey, Jungs, jetzt schon das zweite Mal. Wie schmeckt denn der Penis von EA Sports? Timbo. Der will gerade an die Selbstvertrauen. Der wird gerade an die Wand gespielt, der Arme. Soll ich ein paar Flicks machen, oder was? Timbo. Der wird gerade an die Wand gespielt, der Arme. Ich will ihm auch so ein bisschen die Chance lassen, weißt du? Also von der Mia sehe ich noch nichts, ne? Von der Mia sehe ich noch nichts, tatsächlich. Nee, ist so nichts da von der... Ach, schön uns ausgelaufen. Kannst du dir mal ein Glas Wasser bringen? Ja, ich hab irgendwas stimmt nicht. Der Hals kann's trocken, die Spucke weg und alles. Was ist denn los? Spannt euch das mal. Was ist denn los? Oh ja. Hab dein Glas? Geht schon wieder nach vorne, oder wie? 1-0 hier mit Grafenberg. Jetzt, ey, nee, warte mal. Ich drück mal jetzt hier kurz. Stopp, lass uns so nicht weiterspielen. Lass dir mal erstmal was zu trinken eine holen. Drecksau, atme Alter. Mal kurz tief durch. Geh rein, so! Hol dir einen Tee. Ehrlich, weil so macht's ja keinen Spaß, ne? 4-0 Schüsse, 65% bei mir. Irgendwas ist da. Du, der tritt dir gerade so dermaßen. Ja, Geisteskrank, tut gerade richtig weh, ne? Ja, okay, ja, 1-3 sind die Besten, oder? Guck mal, hier, mein Torwart ist sogar... Der kriegt trotzdem, was ist denn das? Du, ich mach mir kleine Kopfhörer raus, ne? Ich kann das nicht mehr. Guck mal her und tut wieder die nächste Balleroberung. Das waren die laufen hier komplett im Leeren rum. Das ist Nadine, die kriegt keinen... Oh, da kommt ein guter Ball, glaube ich. Da kommt... Oh! Nehme ich ihn mir wieder! Das ist geisteskrank. Nee! Hä? Oh, wenn der Feuerschuss einfach mal rein. Oder gehen wir mit einem 2-0 vor. Wie geht denn der Mia da rein? Mia Hemm wird diesen Verein verlassen, meine lieben Freunde. Können wir nochmal uns angucken. Schön gespielt, schneller Ballverlust. Nach vorne, ja, okay, wird weggedrückt. Hast du dem was zu trinken? Hast du dem was zu trinken geholt gehabt oder nicht? Ich hab was, aber es bringt nichts. Hals bleibt trotzdem trocken. Ach, scheiße. Fuß vor? Ja, Digga, da bist du doch! Aber ich war da! Geht's besser wieder? Bist du grad? Gibt's doch gar nicht. Wie haut denn der R9 das Ding da rein? Guck mal, wo der hinspielt, ne? Aber jetzt hast du EA schon wieder. Das ist jetzt EA Sports. Das ist hol dir mal! Ich drück mal ganz kurz Pause. Hol dir vielleicht mal einen Schluck Wasser da drüben. Zwei ist der Hals gerade ein bisschen ausgetrocknet. Hast du kurz durchgeatmet? Und mach gleich mal ein Fenster auf. Mach ein Fenster auf. 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Ich schwör's dir, ich war einfach da, ne? Zweimal war ich da. Ich stand einfach dazwischen. Oh, dieser Drecksau. Ist das auch so, bitte? Der
Ist aber Mann, auch wirklich gut. Da nur ein kleiner Ball noch da, wenn der ankommt. Wusste ich. Ja, Schlotte, Junge! Oh! Ja, das ist ja, also ihr schwitzt ja wirklich hier rum wie ein E-Sports Cup oder was, ja, ne? Geht ja auch gerade um alles hier. Muss mir kurz meine Brille anziehen. Oh, schön. Foul! Ja, richtig! Ja, gut gesehen! Was? Doch. War ein ganz klarer Elfmeter. Wissen wir hier alle, war ein ganz klarer Elfer. Herr Schiedsrichter, jetzt ziehen Sie auch Ihre Brille auf! Bam! 3-2! Ja, Elfmeter, mein Controller hat vibriert, durchgelaufen, was? Elfmeter provoziert und gut ist. Gehen wir mit einer Führung rein. 3-2. Ja, ist okay. Timo, ich sag unverdient. Hätte eigentlich hier. Hätte ich, unverdient. Das hätte ich sag 5, unverdient. 2, das hätte 5-2, guck mal die Statistik. 6-2 Schüsse, es steht 3-2. 6-2. Und die zwei Schüsse da teilweise, die nicht reingeflogen sind, da wissen wir alle, dass du die Klöten ganz tief in Rachen hattest. Komm, Mia, bitte. Mia, hemm doch nicht. Sie ist Digga, es nicht. Was für Probleme hat sie gegen den Bronze, Mann? Oh mein Gott. Abseits. Boah, scheppert die denn aber darauf, da mit ihrer Schuhgröße 22 da. Ja, da gar nichts. Sehr schön, die Mau. Ach du Scheiße. Ach, Digga. Ja, das ich sehe dich so, da ganz klar stärker. Das ist so schlimm mit diesen scheiß Tor. Du kannst nichts machen. Vielleicht auch mal man Fenster kann da einfach nichts machen. Okay, 3-3. Sagst du, wenn du jetzt unerhaft gehst, du richtig? Jetzt geh ich auf seinen NF. Du hast so eine Rechnung offen mit dem Mann. Digga. Ja, also. Was ist Norbert, hallo. Was war das? Das war ein Druckpass in die Spitze. Jetzt muss. Ja. Ja, wichtig. Digga, wer ist denn Ayina? Der rasiert da hinten ja alles weg. Lauf doch durch, Grabenberg! Das ist ja am Zimmer. Ruhig das Spiel. Du bist der Bessere. Du bist besser als ein Elicello. Ja, genau. Wenn du willst, oh mein Gott, machst ihn jetzt nass. So. Wenn du willst, machst ihn jetzt nass. Genau. So. Wenn du willst, nimmst du ihm sein NF. Oh, was macht er? Macht er Quiddy? Macht er wirklich einen Quiddy? Scheiße. Bei Rodrigo steht mir Hem gerade die Show, das gefällt mir nicht. Ja, es ging noch ein bisschen schneller vorne. Mir Hem soll ich ein bisschen Ausruhe. Es ging mir wirklich ein bisschen zu schnell da vorne. Ich krieg da kein PS auf die Straße. Nicht zu viel Gas geben, Eli. Das ist zu einfach. Will ich einfach dieses blinde, sture, nee, jetzt kommt da wieder der hier, klar. Nein. Dann kannst du sonntags bei Delay machen, das Ding. Ja, aber guck mal, also ihr habt ihn doch auch tief im Rachen da. Wieder ein Bounceback, ja. Das erste Tor, das zweite Tor. Ja, und wenn die Außenlinie wieder kommen. So Ballrolle, ja. Außenlinie-Schwitzer. Zieh durch wieder auf die Grundlinie, nein, das ist ein Schlotte da. Ey, aber Schlotte und Mats, die machen da hinten aber auch einen Job. Ja, Linie kommen, oh mein Gott. Oh, ein kleiner Fehler. Jetzt kommt Ballrolle. Nee, nicht ganz. Nee. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Steckt der tief. Ich hab's erzwungen. Ich hab's mir erzwungen. Ey, kannst du noch reden oder ist er zu tief drin oder geht? Könnt ihr mir. Naja, ne, oder? Was ihr da für Tore da teilweise gemacht habt. Digga. Was ist dieser. Ayina. Oh, wir gehen die Außenlinie wieder. Ey, also jetzt aber wird's aber skrupellos, ne? War aber jetzt gut gedribbelt. War aber auch gut gedribbelt. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ich bin schämt, ne? Oh. Scheiße, der Nerv geht er ab. Timbo! Oh! Oh! Der ging gerade so persönlich auf die Mutter, ne? Hey! Und da ist es. Und da ist es, weil du mich nicht abschreiben darfst, Mann! Weil du mich verdammt nochmal nicht abschreiben darfst! Hier, Quaradonna! Drin! Da ist er zu nervös da einfach, ja, merk ich. Hat Alter, er da ist, irgendwo rumgespammt? Warum so nervöse das Finger? Digga, denkst du, ich bin so dumm und drück da hin, oder was? Ja, jetzt... Glaubst du, das Spiel passt dahin, wo du denn hinpassen willst? Mach immer nur das, was du willst. Oder? Und dann nehme ich ihn mir... Ey, ich kann einfach... Was ist denn jetzt? Du... Was ist denn jetzt? Los! Nee, das ist viel zu nervös. Hektisch, er ist hektisch. Jungs, das ist... Ja, es ist 86. Ja. Ja, wichtig! Digga, diese Bronzeverteidiger, ne? Ist der Wahnsinn. Die machen mich fertig. Oh, jetzt gibt's nochmal einen. Und jetzt gibt's hier nochmal einen.
Na. Oh, jetzt gibt's hier noch ein! Na, ist das so krank wirklich. Jetzt brauchen wir einen Schluck Wasser. Jetzt braucht er einen Schluck Wasser. Ey, es ist so krank wirklich. Zwei Picks, guck mal, wie sie sich alle freuen. Guck mal, wie sie sich freuen. Als Team, Mia Hemmenroth und Vinicius Junior werden jetzt diesen Verein verlassen. Und diesmal können euch auch keine Maulwürfe mehr helfen. Timo, du musst zaubern, ne? Da wurde die Brille angezogen und dann lief's auch direkt anders. Ich schwör's dir wirklich, mit deiner Silber-Bronze-IVs, da stimmt was nicht. Das ist so krank. Wenn man die spielt, da stimmt was nicht. Mia Hemmer hat keinen Stich gemacht gegen Null. Dich. Null! Ich höre nicht auf meine Maulwürfe. Es ist jetzt alles komplett random. Ich würde ganz gerne, dass ihr einmal bitte den rechten Flügel, also den RF, bitte abstoßen tut. Drecksau. Ach, war's. Scheiße. Das war sie nicht. Drecksau. Das war sie schon mal nicht. Und ich hätte ganz gerne, dass ihr, ja, dass ihr bitte den linken Innenverteidiger bitte auch wegmacht. Nein! Du Drecksau, Eli. Was ist es? Nein! Eli, du Drecksau. Eli, du bist der Drecksau. Och, bitte. Och, bitte, Mia. Bitte, Mia. Bitte. Du möchtest nicht in diesem Verein bleiben. Also, es ist. Also, für den Schreiber brauche ich jetzt mindestens Vinicius. Mindestens ein Vinicius für den Schreiber. Digga, du. Sei doch mal leise da drüben. Du hast eine Mia Hemm in Rot. Discarded. Sie ist seit Anfang an da, linker Innenverteidiger. Was gehst du denn auf links? In Rot. Die haben sie auch noch in Rot gemacht. Ich möchte, dass ihr mich respektiert und ich möchte, dass ihr R9 respektiert. Ich mache jetzt für euch nochmal R9 seine Playercard auf. Dass ihr es gewagt habt, zu sagen, sie sei besser als R9. Den habe ich damals für 7,5 Millionen gekauft. Bei euch in eurem Mockerstudio, okay? Während ihr euch eure verstinkte Mia Hemm geholt habt. Und ich hab euch gesagt, ihr werdet das bereuen. Und heute ist dieser Tag gekommen. Wie war das? Hat es was gekostet, sie in Rot zu machen? Nee, ne? Nee, aber sie ist ein Untrade. Wir hatten die ja für 3, Achtung, wenn wir nochmal kurz da drauf gehen. Wir haben sie für 3,6 gekauft. Die war so günstig. Wir waren alle froh Anfang IAFC. Sie ist auf 5 Millionen gestiegen. Und wenn du die rot machst, dann kannst du sie nicht mehr verkaufen. Also wir haben eigentlich die ewige Liebe. Wir hätten sie nicht mehr verkaufen können. Die Münzen sind weg. So, wir haben gesagt, wir verkaufen die eh nie. Deswegen machen wir sie rot. Und jetzt kommt der Elicello und schmeißt sie raus. Sie hat 370 Spiele, 267 Tore und 187 Torvorlagen. R9 guckt, weißt du, ich habe mir gerade R9 Statistiken aufgemacht. 281 Spiele, 356 Tore. Und soll ich euch was sagen? Einfach für einen Nachtritt. Ich werde R9 niemals... Ich werde ihn jetzt in Rot machen. Wie mache ich das? Kannst du, weil du keine WL gespielt hast. Sie ist weg, Digga. Es ist so krass, wirklich. Und R9 hat die ganze Zeit zugeguckt. Der hat den Platz in der ersten Reihe. 11 Stück und er trifft Mia Hemm in Rot. Und Nani, finde ich auch gut. Wir sind raus. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Tschüss. Feiert schön. Ciao. Okay, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt auf jeden Fall das Video bei den Teasys ab. Und ja, wenn das Ding hier genug Likes hat, und bei den Teasys auch, dann werden wir wahrscheinlich auch wieder eine Folge aufnehmen, oder? Ja. Leute, und Mia Hemm wieder? Wir nehmen erst wieder auf, wenn die 1 Million voll sind. Ja, gut, dann macht ihr die 1 Million voll. Okay, Freunde, lasst ein Like da, haut rein, ciao. Hat der Berliner uns gebrochen. Tschüss. Ciao.